Herzlich willkommen zurück. Bei Yakuza Zero, was ist passiert, Kamanoi? Hey, are you okay? I'm sorry, Kirisa. It's like a déjà vu all over again. What happened to you? This is the Media King's handiwork. And where's Marina? You have to go and save Marina quickly. Please, hurry to the disco, Kirisa. Nani? What? The disco? Yes. Marina-san might be in danger. So, this is how the Media King does things. Damn him! I need to go to the disco. Und damit kümmern wir uns jetzt weiter um den Media King. Oh, Moment, ganz kurz. So, da bin ich wieder. Entschuldigt bitte. Es kam Post. Es kam Post. Liebevolle Post. Oh. Okay. Ich habe diesen Encounter. Also, oh ja, jetzt sehen wir die ganzen Dings, die ganzen Missionen. Ich habe diesen. Was? Troublefinder war das, genau. Und jetzt sehen wir alle Missionen auf der Karte. Das heißt, wir können später dann auch in Ruhe unsere ganzen Nebenmissionen machen. Das ist gar kein Problem. Als allererstes müssen wir in die Disco. Und die Disco. Eben. Müsste. Fängt ja gut an. Ich habe nur so eine Ahnung, wo die Disco. Also, ich schätze mal da, wo wir Miracle Johnson getroffen haben. Hör mal in Ruhe, Mann. Du nimmst Geld und hau ab. Mahaja war noch nicht hier, ne? Das war hier vorne nach dem Dingeling. Meine Güte, jetzt müssen wir das auch noch suchen. Da müsste die Mission eigentlich sein. Da hieß ja nur Disco. Ah, Yamanoi Sunset waiting in the disco. I just hope Marina's safe. Got in. Okay, hold on, Marina. I'm coming. Auf geht's, wir holen sie raus. Ins Maharaja. Oh, you came, Mr. Kirio, so honorable. The paragon of a Japanese man. Where's Marina? Marina! Oh, Marina-chan. She's enjoying herself over there, dancing her little heart out. Huh? Mr. President, help me. Oha. What the hell is going on? I don't want to do this. He said he'd kill me if I don't dance. I don't know what to do. Ah, she's dancing with tears in her eyes. What a rare sight. Magnifico. Bella, bella. You son of a... Why would you do this to her? Me? It's just a dance party, so she's just dancing, that's all. If you don't get down at the discotheque, that's just wrong. In front of the god disco. Besides, how was I gonna make you come to my party otherwise? I told you I'd think of a way to get you to feel my rhythm. Stop this right now. In that case, why don't you step up and dance in her place? What? Of course, we'll have to make it interesting. Why don't we have a dance battle? We'll both bet a part of our holdings. The loser will give up a share of his area to the winner. You should be used to this by no billionaire's rules. And if I don't go along with this? Maybe she'll just dance till she drops. Help me! Fine. I accept your challenge. Excellent. But, do you actually think you can win against me, the Disco King? Who knows? I'll just dance how I dance. Mr. Kiryu, me gusta. I think I'm getting a man crush. Well then. Ich glaube, das werden wir verlieren. Let's boogie! Okay, das. Ich glaube, das verlieren wir, weil beim Dancen war ich nie so gut. Easy. Das ist okay. Vielleicht schaffen wir es nicht. Feel the beat. Ich hoffe, ich kann's noch. Ich kann's noch. Hoffentlich. I have no
Ja. Nein! Ich hab mich von dem... Nein! Nein! Ich bin zu schnell! Jetzt habe ich gehangen. Voll. Hä? Ich drück doch! Ich drück doch die ganze Zeit wie doof. Die letzten Momente waren blöd. Mittendrin, okay, kein Problem. Das habe ich echt versemmelt. Ja, der hat da viel mehr Punkte als wir. Oh, ich hätte das doch verüben sollen. You're a better dancer than I expected. I'm surprised, Mr. Curio. Muy bien. But a promise is a promise. I'll take a share of your area. Damn. You lost the disco battle. Ah, so weird. I hope you've learned your lesson. Don't ever try to step up on my stage again. Otherwise, we'll have a dance battle without the dance. I said this before, but I'm a lover, not a fighter. I hope it doesn't come to that. If I was going to back off over a little thing like this, I'd never have made a move on you in this first place. This dance was the first and the last. I lose to you. Next time, I'll wipe that creepy smirk off your face. Boy. Come on, Marina. Let's go out of here. Yes, sir. Okay. That was amazing, sir. All hail the Disco King. Shut up! I'm sorry. Kazumaki, I bury him and dance on his grave. Ja, der Spruch musste hier jetzt natürlich kommen. Ja, Mist, ich hab's halt voll vermiest. Ich hab jetzt alle drei X-Challenges vermiest, den Karaoke kann ich. Thank you so much for saving me. No need to thank me. I just did what needed to be done. Besides, I promise I'll protect you no matter what. Mr. President, I think I... Okay, I have another things I need to do. You watch yourself on the way back. What? You're terrible, Mr. President. Ja, das sieht stimmt. Wahrscheinlich wolltest du irgendwas sagen, so danke oder du bist cool oder du bist der coolste Mann der Welt oder so. Jedenfalls nicht, ich liebe dich. Da bin ich ganz fest von überzeugt. Ich verschwende mal ein bisschen Geld. Okay, also wir können ja jetzt nochmal das Geld abzwacken. Und dann müssen wir wieder alles verbessern und das kostet alles. Oh, das ist nervig. Ich habe gewünscht, dass ich wenigstens das letzte Battle gewinne, aber selbst das habe ich nicht wirklich. Hier ist noch immer eine Mission. Ah ja, die Postkarten, stimmt. Und dieses Telefon-Interview-Ding. Oh ja, ich weiß. Oh Gott. Payout Collection Stop. Das sind ja noch immer Probleme. Warum sagt mir das keiner? Okay. Let's watch this. Ah, okay. Am Arsch der Welt, alles klar. Okay. Dann marschieren wir dahin. Ich überlege gerade, wie ich die Zeit am besten überspringe. Vielleicht machen wir ein paar Nebenmissionen. Während ich aufs Geld warte, quasi immer. Also hier auf die Kohle. Und dann machen wir halt immer und immer wieder eine Substory nach der anderen. Und wenn wir die Substory durch haben, hole ich das Geld und dann machen wir wieder eine Substory, weil das wird ewig dauern. Also, es wird wirklich sehr lange dauern, bis wir da durch sind. Und wenn wir einfach nur rumstehen, also wenn ich einfach nur rumstehe, und wir müssen irgendwann, also irgendwann will ich ein paar Substories machen. Ich werde wahrscheinlich nicht alle schaffen, oder alle machen wollen auch vielleicht, aber einige will ich doch schon mal gemacht haben. Und ja. Da müssten wir halt gucken, wie wir es am besten machen. Hier, okay. Ey, Leute. Wir... Hä?
Ja, Medium, ist egal wie stark die sind. So, ihr wisst ja, die Dialoge waren ja gleich. Brawler-Style. Ah ne, das war nicht der Brawler-Style, den ich gerade hatte. Oh ja. Stimmt, ich habe ja nicht einmal gekämpft, nachdem der Rechner ausgegangen ist. Willst du dich mit mir anlegen? So, nerv einfach nicht weiter. Du auch nicht. Okay, stark sind sie jetzt nicht, aber sind halt da, ne? Okay. So. What kind of a maniac? Ja. Komm, verzieh dich. Okay, das haben wir dann auch durch. Ich überlege. Also, wenn wir. Ich überlege halt, also, ob wir die Hauptstory erstmal weitermachen und danach das Business mit den Substories. Weil wir werden jetzt wahrscheinlich gleich auf Gurumajima wechseln können. Was natürlich ganz cool ist. Und wir mit Majima natürlich auch noch die letzte Story-Mission quasi zu machen haben. Das ist halt gerade schwierig abzuwägen. Und wir haben noch den kleinen Jungen hier zu machen. Das kommt halt auch noch mit rein. Das ist halt schwierig gerade ein bisschen. Ich überlege halt gerade ehrlich, ich weiß nicht, wie wir das am besten machen. Gucken wir mal jetzt erstmal, wie viel Geld wir haben. Also, was wir da jetzt alles vorbeigezaubert haben. Ah, das brauchen wir noch kurz. Also das... Hä, warum läuft die eine Business hier nicht? Das habe ich schon vollkommen... Ja, dann machen wir das. Dann ziehen wir überall die Kohle ab. So. Und dann starten wir überall. So. Und dann lassen wir das laufen, genau. Also ich würde vorschlagen, vielleicht lassen wir das jetzt gleich nochmal das Business laufen einmal. Dann gehe ich die Hauptmission machen. Damit wir das jetzt auch mal haben, weil wir werden ja nach Sottenbori auch rüberfahren. Dort werden wir wahrscheinlich auf Majima treffen oder Majima auf uns, eins von beidem. Und dann geht es ja nochmal um dieses Empty Lot. Und dann geht es, glaube ich, noch ein bisschen weiter. Ich meine, wir haben, glaube ich, noch 4 Chapter oder so. Und es kann sein, so wie ich gesehen habe, dass das letzte vielleicht so relativ offen ist. Also es gibt zwar so ein Endding, aber man muss halt viel geklärt haben, bevor man... Ja, das Spiel beendet haben muss und ich meine, wir werden es, wie gesagt, wahrscheinlich nicht auf 100%, wir haben es jetzt gerade auf 40, das Adventure, also wobei, das sind ja die Completion List, Substories, also es sind ja jeweils 60 und einmal 40, wir haben 16, 13, das sind halt recht wenige. Ich würde zumindest ein paar von denen machen, ihr seht, es sind super viele übrig, bei Gurumajima sind es weniger. Da würde ich aber auch noch ein paar gerne machen wollen. Und das können wir wahrscheinlich am Ende machen, wenn wir die ganze Zeit switchen können. Hier seht ihr, hier ist unser Business nochmal. Da fehlen uns ja auch noch ein paar Leute. Das ist, erstmal die Area fehlt uns, dann fehlen uns 3 Manager. Gut, der Media King kommt ja noch dazu. Security bekommen wir auch noch ein. Advisors, da fehlen uns noch 2. Ich weiß nicht, wie das sein wird. Und Properties halt fehlen uns so gesehen noch 5. In jedem Ort einen von denen. Notebook, was ist denn am... Ah, okay, gut, das sind so Sachen, okay. Genau. Ich überlege, ob das so passen könnte. Ich wusste gar nicht, dass es hier Settings gibt. Krass. Okay. Delivery of God Display, okay. Ja, Minimum Rotation bitte nicht, danke. Joa. Wir warten ja noch auf den Payout. Ja, dann würden wir das so machen. Das macht ein bisschen macht am meisten Sinn. Ich würde einfach mal sagen, wir machen hier kurz einen kleinen Cut und warte, bis das Geld da ist. Und wobei. Ich weiß, was wir machen können.
doch, ich habe eine Idee. Wir haben halt noch ein bisschen von der Folge und ja, ich überlege halt dann erstmal die Hauptmission zu machen und danach die Substories und dann auch den Media King letztendlich, auch wenn es gerade spannend wird. Aber das Geld haben wir ja jetzt. Also Geld ist ja gar kein Problem mehr. Hier, wir können nämlich hier, wir haben Friendship voll. Oh, Kato-san. I drafted some ideas for our head office based on your feedback. They appreciated the input and rewarded this branch with the addition of a new hot snack to our menu. I won't be available ever anywhere else. Isn't that nice? So, that's great. Good for you. We are starting to sell this today. Can you guess what it is? Let me give a hint. It's delicious by itself, or with soy sauce or mustard. It's a speciality from the Nagoya area. Goes well with soy sauce or mustard, you say? Ooh. Mustard. Ich würde Steamed Pork Buns nehmen. I think I got it. It is Steamed Pork Buns. Who put soy sauce on a steam? Ich weiß es halt nicht. Or even worse, mustard. Miso passt, glaube ich, Senf nicht, oder? Well, okay, that's a fair point. What? So that's not the right answer. Think again. Okay. Miso cuddles. I think I got it. It is miso cuddles. Bingo! So starting today we'll be selling yummy miso cuddles. Yay! Can't wait to try one. I really like them too. Oh, and the reward for guessing correctly is our brand new miso cuddle lunch set. We got a miso cuddle lunch set. Okay. Hey, thanks. You're welcome. Besides, it's thanks to your input that we have these on our menu now. I can't thank you enough. You give me too much credit. Besides, look at you. You've become a model employee. You're excellent at customer service as well. You think so? Well, I guess I'm not as nervous around customers anymore. Not only that, but the head office likes your ideas too. Who knows, you could be the manager of the store soon. No way, I have so much more to learn before I can even start thinking about it. But if I'm getting better at my job, I have to thank you for that. How so? You were scary looking that I was terrified of you at first. But we managed to become friends. Since then, I don't get jittery around other people anymore. Chatting with customers over the till became so easy. Come on, I'm not that scary, am I? Well, anyway, I hope I can return the favor by making Popo your favorite store. Popo, alles klar. Please keep shopping with us. Friendship. Jetzt können wir den Laden, glaube ich, auch übernehmen, war das nicht so? Wenn wir reingehen. Also jetzt gehört er zu unserem. Oh, Kiri-san! I heard from some other customers that you work in real estate. Is that true? Yeah, it is. That's perfect. You see, we've been looking for a reliable real estate company to manage our location. Would you be interested? Absolutely. That would be great. Are you sure about this, though? Of course. You seem dependable. And you're a regular customer. What more could we want? You're quite Popo Tenkaichi Street. So, und damit haben wir den nächsten Laden. Der ist sogar ganz... Also den können wir jetzt auch nochmal ausbauen, was ich auch machen würde. Der Vorteil ist jetzt natürlich, wir haben halt ein gutes Friendship und ja, jetzt bekommen wir einen der wenigen Läden. Das gleiche läuft hier dann auch nochmal ab. Was war denn das hier? Ich glaube, das war der Sega Megastore, ne? Da müssen wir halt mit den Typen vom Sega-Store halt viel Kontakt haben. Wo ist denn das? Wo ist denn das? Ne? Hier ist es der Sega-Store. Genau. Hier. Ach, hier haben wir alles. Okay. Matchboro fehlt uns hier. Und Pocket Secret Stadium. Aber uns fehlen noch 5 Properties. Pocket Secret und Matchboro. Also genau da. Matchboro kennen wir ja. Was war das denn? Betting Center, Kamaruche, Vincent, Westberg. Was ist das hier, ne? Ah, genau, das war dieses Pocket Autos. Und ja, die könnten wir theoretisch nochmal machen. Wir können mal zum Matchball gehen. Matchball, Matchball. Ne, Matchball muss es heißen, oder?
weil er hat ja kein Tier damit dabei und deswegen ist es kein Match, sondern es ist ein Match. Oder mach Bowl. Mach mal Bowl. Wir gehen auch mal. Okay. So. Mach Bowl. Gucken wir mal. Hello, how can I help you? Play solo channels and stuff. Play with me. Play solo. I play alone. There will be 500 yen, please. Alles klar. Got it. And how many frames would you like to play? Only 10 frames. 10. Okay, enjoy the game. Okay, jetzt gucken wir mal, dass es gut läuft. Entertain yourself 50 times. Wir haben das nur zu viel zu selten gemacht. Okay. Position, adjust spin. Gott. Set direction power. Okay. Sollten wir irgendwie hinbekommen. When selecting the ball, you can choose where to stand. Hä? Also press the camera to direction, okay. Und throw mit A. Okay, before releasing the adjust the spin, okay. Und dann rollt er natürlich in dem Fall raus. Oder kriegt mal ein. Okay. Okay, das hat ja nichts gebracht, aber egal. Wir nehmen einfach mal eine Kugel. Und dann hauen wir mal an. Ich weiß nicht, ich habe einfach mal gedrückt. Oha. Ja, guten Tag. Strike. Ja, wenn wir so weitermachen, dann ist er kein easy. Warte mal. Ich nehme mal so ein schweres Teil. Ah, okay, es wird schwerer. Okay, also es wird immer leichter. Rechts 3. Aber zu harter rechts 3. Okay. Ja, das könnte ja besser sein. Nehmen wir das da. Auch wieder ein bisschen rechts 3. So. Ah, jetzt so einen leichten rechts 3. Alles gut. Na, schade. 2 bleiben noch. Na, war jetzt nicht schlecht. Also der erste war natürlich am besten. Der war auch am einfachsten. Brauchst du nicht mal wirklich Spin, sondern du sammelst den vollkommen rein. Leichten Rechtsspin. Oh, das war... Da fehlten 2. Okay. Das ist natürlich schwer. Das ist natürlich super schwer jetzt. Einen leichten. Ja. Einen leichten Rechtsdrall. Na, schade. Hat nicht. Also war gut genug, also kann man nicht sagen. Ich nehme mal ein ganz Schwert. Ich probiere mal mit dem da. So, jetzt. War gar nicht mal so schlecht sogar mit dem Ding. Ist zwar ein bisschen schwerer. Und jetzt können wir mit dem einfachen. Alles klar, der Alex versemmelt das voll und ganz. Oder doch nicht, oder doch nicht. Oh. Zumindest ein Spare. Leichten Rechtsdrall. Und... Jawollo! Strike! Nehmen wir nochmal den gleichen. Einen ganz leichten Rechtsdrall.
Und dann schmeißen wir das Ding volle Kanone wieder drauf. Guck mal, wir sind hier Pin-König. Also wir könnten ohne Probleme gleich gegen das Stuff antreten hier. Ich würde ihn leicht wieder rechts drehen. Ich glaube, der wird nicht gut, aber doch, er wird gut. Ah, mir fehlt ein einziger. Okay. Da würde ich sogar Ocean Sky nehmen. Sky. Oh Gott. Aber ein heftiger Rechtsstrahl, bitte. Ah, das ist zu weit. Okay. Schade. Nehmen wir den Tenster. Jetzt müssen wir ein bisschen weiter rechts drehen. Da würde ich sogar zwei sagen. Und... Sehr gut. So soll's laufen. Oh Gott, das wird ganz schwierig. Ja. Oh, den haben wir noch bekommen. Oh yeah. Spare, zumindest ist das. Ich nehme mal den 12er. So einen leichten Linksdrall wieder. Und dann volle Kanüle wieder, voll motiviert drauf. Und alle. Sehr gut. Dann nehmen wir den gleichen. Der wird zu schwach sein. Vielleicht da diesen Rechtsdrall. Ja, der war zu schwach. Der muss richtig fett drauf gehauen werden. Vielleicht einen leichten Linksdrall. Einfach nur deswegen, damit wir... Boah, das wird ganz knapp. Spare. Ja, also ich würde mich mal nicht beschweren jetzt. Ja, da würde ich sogar zwei reinhauen. Guck mal hier. Und strike in there. Jawohl, 172. Das ist nicht schlecht. Ich würde sagen, dann sehen wir uns in der nächsten. Oh. Wow, your bowling form is exquisite. You think so? It really is. The angle of your bottom when you release the ball is optimal. Where did you learn to play like that? Yeah. I'm self-taught. Ich habe selbst gelernt, meine Güte. No way, that's just amazing. You know how to position your body to the best effect. You're from... It's really delightful. Oh, I'm sorry. It's just that kind I have a bowling form fetish. When I see someone with good form, I sort of forget myself. I see. I guess this job's perfect for you then. Hi. Yes, I think so too. My name's Emily. I hope to see you here more often. You have to become a regular, okay? Yeah, maybe I will. It was nice to meet you. This could be the beginning of a friendship. Das kennen wir ja schon. Friendships kennen wir. Auch im echten Leben. Ja gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns einfach in der nächsten Folge. Und vielleicht machen wir sogar die Substory hier. Also ich hätte Lust mal gegen den Stuff zu spielen. Das ist halt... Ich finde das eigentlich ganz nice. Also da merkt man halt die... Also... Wie gesagt, es sind sehr viele Substories und so. Das Spiel, das könnte man... Könnte ich 200, 300, 400 Folgen lang spielen. Einfach nur, weil es so viele Substories gibt. Und jede Substory gut ist. Deswegen sage ich halt jetzt schon, einfach deswegen, ich will auch noch andere Spiele spielen und ich muss halt dann gucken, so, wie macht man das denn am besten? Und es ist schwierig. Deswegen würde ich erstmal sagen, wir machen erstmal nicht alle. Also 100% ist halt nicht so, als zum Beispiel Mr. Libido. Bin ich ganz ehrlich, wenn wir niemals machen. Einfach weil diese Karten zusammen super anstrengend ist. Und das ist halt der Punkt. Also die Karten werde ich wahrscheinlich nicht sammeln.
Es ist so schlimm, diese Substories ziehen einen halt voll. Na gut, aber ich werde mir das überlegen, wie wir das am besten machen. Ja, ich habe ja schon ein bisschen gesagt, die Substories könnten auch warten, quasi. Und die machen wir dann ganz am Ende. Was gar nicht immer so schlecht wäre. Weil wir haben halt viel zu viele. Das heißt, wir werden dann irgendwann vielleicht nur Substories haben. Vielleicht werden wir sogar nach der Story erst spielen. Das könnte auch sein. Wäre auch eine Idee. Müsste man sich halt dementsprechend überlegen. Wir investieren ganz, ganz viel. Okay. Würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann werden wir sehen, was wir machen. Ich lasse es mir nochmal kurz durch den Kopf gehen. Von daher vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Auf dann.